Hallo, liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Wir haben eine neue Rätsel vorbereitet, und zwar The Guild of Merchant Explorers. Das ist jetzt auch auf Instagram ziemlich rund gegangen, und ich war auch sehr gespannt, als das hier bei uns ankam. Und es hat uns auf jeden Fall... Es hat uns gefesselt. Ein Spiel von AEG, sehr hübsch, muss man sagen. Ein Spiel, was im Brettspielformat daherkommt, aber eigentlich ist es ja nur ein Flip'n'Ride, aber ohne Ride, sondern nur mit Material, ganz schön. Das Ganze ist für 1 bis 4 Spieler, also Solo kann man es natürlich dadurch auch spielen. 45 Minuten, sie sagen hier 14, aber das ist wieder dieses amerikanische Ding, kein Spielzeug. Ich würde sagen, locker ab 10. Sogar ist es 10, ja, wahrscheinlich sogar 10. Ja, du hast recht. Naja, ich meine, wir haben immer deinen Sohn als Referenz. Es ist schon nicht ganz so, mit wem habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, aber es ist schon mit diesen Sachen, wäre auf jeden Fall herausfordernd für ihn. Aber ich glaube, könnte das auf jeden Fall spielen. Gute 10-Jährige können das definitiv spielen, die mit so einem Fisselkram jetzt kein Problem haben. So. Ja. Bevor wir nochmal weiter über das Spiel reden, gebt uns mal Feedback, wie ihr den Ton in diesem Video findet. Wir haben nämlich jetzt mal was anderes ausprobiert. Es gab ja in der letzten Zeit so ein bisschen Kritik, dass der Ton nicht so ideal ist. Schreibt mal, wie er jetzt ist. Also ich weiß, er ist jetzt eben ohne Anstecker. Der wird noch nicht 100% sein, weil wir wissen hier schon, die ist noch zu weit weg und wir brauchen eigentlich noch ein Mikro mehr. Aber so prinzipiell, ist es so in Ordnung? Schreibt es mir in die Kommentare. Und bevor es losgeht auch noch, wir müssen das jetzt immer sagen, weil wir brauchen da wirklich jede Unterstützung, dass es klappt. Unser Kickstarter ist online. Fiese Freunde, fette Feten, zweiter Reprint ist online bis zur Woche nach der BerlinCon, also bis zum, ich glaube, 20. Ja, bis zum 20.07. ist es online. Und nur wenn wir wirklich jeden erreichen, der das Spiel jetzt doch mal noch immer noch haben will, glaube ich, haben wir eine Chance, auch das Funding-Ziel zu erreichen. Also fleißig weiterverteilen. Und wenn ihr es natürlich selber haben wollt, dann ist jetzt die Zeit, mal auf Kickstarter vorbeizugucken. Die Links findet ihr jetzt immer unter den Videos. So, jetzt geht's aber wirklich los. Mitte Guild of Urchin Explorers, kurz die Regel, schön übersichtlich. Ja, überhaupt, es ist ein Familienspiel, ne? Muss man einfach sagen. Es ist genau, deswegen würde ich auch gar nicht sagen, es ist ab 12, ist auch nicht ab 14, sondern du kannst eigentlich mit einem 10-Jährigen auch spielen. Es ist nicht so kompliziert. Regel ab und dann gibt es das Fazit. Wir haben es ja schon angekündigt, im Grunde versteckt sich so ein bisschen ein Flip and Ride in diesem Spiel und trotzdem haben wir eine sehr große Fülle an Material und das ist in gewisser Weise auch berechtigt. Also es ist natürlich eben kein Ride-Spiel. Wir haben hier... das Flip-Element, dass wir einen Kartenstapel haben aus zu Beginn 6 Karten und die werden halt nacheinander gezogen und es wird aber nicht auf das Tableau geschrieben, sondern es werden Klötzchen gesetzt. Zu Beginn suchen sich die Spieler eine gemeinsame Map aus. Es gibt in der Standardbox 4 verschiedene, also hier seht ihr die beiden Blöcke und die sind dann halt doppelseitig mit 2 verschiedenen. Von den 4 Welten sucht man sich eine aus. Jeder Spieler nimmt also dieselbe Welt und bekommt dann eine Spielerfarbe mit 2 verschiedenen Komponenten. Das sind einmal die Klötze, sie werden Explorer genannt, und einmal die Villages, das sind so kleine Häuschen, also die Dörfer. Und dann werden auch schon die Karten gemischt. Ihr seht dann außerdem auch noch zwei weitere Stapel. Da ist einmal eine Schatztruhe drauf, da kommen wir dann später zu. Und es gibt einen Stapel mit so einem Messinstrument in der Schifffahrt. Die wären relevant, wenn hier die Ära-Karten gezogen werden. In dem Stapel drin sind außerdem, das seht ihr einfach sehr schön hier auch abgedruckt, folgende Karten drin mit diesen Terrains. Und wir wollen im Grunde einfach von unserem Standort, das ist hier immer diese Burg mit dem Schiff, unsere Explorer hinausschicken, die Entdecker. Und das Besondere ist, dass wir in 4 Äras spielen. Wir spielen jetzt erstmal die Ära 1 und breiten uns dann eben mit den Explorern aus. Die werden allerdings zum Ende der Ära 1, also wenn der ganze Kartenstapel einmal durch ist, abgeräumt. Und stehen bleiben dann eben nur Dinge, die nicht Explorer sind. Das sind zum einen die Villages, zum anderen halt auch noch entdeckte Schiffswracks, wo wir Schätze gefunden haben, die dann einfach nicht mehr exploriert werden können. Und Türme, die wir bauen können. Außerdem auch noch Trading Posts, wo wir Städte besucht haben und miteinander verbunden haben. Wir beginnen also, nachdem der Stapel hier gemischt wurde, eine Karte aufzudecken. Und es ist tatsächlich zunächst einmal die Ära 1 Karte. Jeder Spieler zieht dann nämlich hier von diesem Kartenstapel 2 Karten und darf sich eine aussuchen. Und zu Beginn könnte man sich fragen, wie soll ich mit diesen paar Feldern überhaupt irgendetwas erreichen? Das erklärt sich ziemlich schnell in einer Runde, wo man hier die Ära 1 Karte schnell zieht. Denn die sind ziemlich stark und machen auch das Spiel sehr asymmetrisch. Es gibt hier ein Beispiel, dass man bis zu 5
verbundene Felder mit Wüste oder Wasser miteinander entdecken kann. Und hier kann man drei Felder, die in einer geraden Linie miteinander verbunden sind, von einem Dorf aus explorieren. Genau, und der Spieler sucht sich dann eine aus, zum Beispiel eben hier diese, legt sie sich hier hin, der Rest wird abgeschmissen und unter den Stapel gelegt. Und ihr seht hier auch für die nächsten beiden Äras gibt es dann eben auch noch die Plätze, denn in jeder Ära wird diese Ära 1 Karte wiedergezogen werden. Diese Karte wird danach halt auch nicht aussortiert, sondern auch wieder im Stapel landen. Genau, und jetzt ist eben die Aufgabe des Spielers, er startet halt wie gesagt hier bei der Burg mit dem Schiff und er darf bis zu 5 Felder, die miteinander verbunden sind, explorieren. Bedingung ist dabei, dass es ein Wasser- oder ein Wüstenterrain ist. Er darf natürlich auch weniger nehmen, wenn das halt nicht möglich ist oder wenn er das irgendwie gerade nicht braucht. Und da kann ich auch schon direkt zeigen, wie man denn bleibende Strukturen schaffen kann. Das ist zum einen möglich, wenn man hier eben diese 3 Wüstenfelder abdeckt. Zum einen hat er hier eine Münze entdeckt. Immer wenn man eine Münze abdeckt, erhält man sie aus dem allgemeinen Vorrat. Nimmt man sich einfach eine Münze. Das sind auch die Siegpunkte. Also wer am Ende die meisten Münzen hat, gewinnt das Spiel. Und sobald man dann das letzte Wüstenfeld aus einer Region füllt, die zusammenhängend sind, darf man dort ein Dorf bauen. Man nimmt einen beliebigen dieser Würfel weg. In dem Fall würde ich mir eins aussuchen, wo die Münze nicht drauf ist, falls ich dann nochmal drauf komme. Das ist nämlich möglich, die wieder einzusammeln. Und so habe ich dann einfach schon eine Struktur, die in der Ära 2 bleiben wird. Denn am Ende, wie gesagt, die Explorer, die ganzen Würfel werden abgeräumt und stehen bleibt nur das Dorf. Und ich darf dann sowohl von meinem Startort wieder anfangen, als auch von meinen ganzen Dörfern, die ich in den vorherigen Äras schon aufgebaut habe. Das ist auch schon der ganze Trick, wie man überhaupt sich so weit ausbreiten kann. Man möchte gar nicht besonders viel irgendwie im Wasser rumlaufen, weil das ist natürlich kein Terrain. Man möchte auch nicht irgendwie unvollständig irgendwie mal hier so einen Wiesenplatz und da mal einen Bergplatz, sondern man möchte eine gesamte Region explorieren, damit man da ein Dorf aufbauen kann, von dem man aus wieder starten kann. Ja, und dann würde vielleicht der Spieler einfach nochmal hier die weiteren Felder nutzen für das Wasser und hier zu einer Stadt. Das ist eine Stadt mit einer Zahl Nummer 3 und da ist das Geheimnis dazwischen, dass man 2 Städte miteinander verbinden muss, um dann Punkte zu bekommen. Würde ich zum Beispiel hier diese Stadt mit dieser Stadt verbinden, also indem ich dann eben in irgendeinem nächsten Schritt irgendwann mal einen Explorer noch hier drauf setze, dann könnte ich die Zahlen, die da dran stehen, multiplizieren. Also 6, würde diese 6 Punkte erhalten und müsste dann eine Stadt abdecken. Übrigens bekommt man auch für die Dörfer Punkte, das seht ihr hier unten. Für Ära 1 Dörfer kriegt man einen Punkt, für 2, 2 und so weiter. Also tatsächlich hat der Spieler hier schon 2 Punkte und wenn er dann irgendwann mal hier die beiden Städte verbindet, würde er einfach 6 Punkte bekommen. Und eine dieser Städte muss er nun abdecken, sodass er eben nicht jedes Mal dieselben Städte miteinander verbinden kann. Dann nimmt er sich einfach hier so ein Plättchen und deckt vielleicht einfach mal hier die Zweierstadt ab, weil er denkt, dass er die Dreierstadt gewinnbringend da nochmal verbinden kann. Sondern es ist eben sichergestellt, dass auch in den nächsten Äras hier nicht noch einmal diese Stadt mit in die Wertung einfließen kann. Es gibt auch noch weitere besondere Felder. Ihr seht hier sechseckig umrahmte, also hervorgehobene Schiffwracks. Und sobald man einen Explorer draufgestellt hat, würde man eine Schatztruhe, die geöffnet ist, drauflegen, sodass sie auch in den folgenden Äras dort bleibt und symbolisiert, das Schiffwrack wurde schon entdeckt. Und man zieht sich zur Belohnung eine Kisten, also eine Schatzkistenkarte. Und da sind entweder Soforteffekte, so wie hier, dass man sofort irgendwo angrenzend einen Explorer setzen darf, zum Beispiel eben hier, um nochmal eine Münze zu bekommen. Es gibt aber auch welche, da kriegt man direkt Münzen und es gibt welche, die sind für die Siegendbedingungen wichtig. Können wir uns einfach mal anschauen. Hier gibt es vor allem auch diese Vase. Da gibt es viele Karten von. Wenn man 4 Stück von den Vasen hat, bekommt man ganze 16 Punkte. Wenn man nur eine hat, dann eben nur eine. Hier seht ihr eine andere Siegendbedingung. Da geht es um die Türme, da kommen wir auch noch zu. Für jeden Turm kriegt man am Ende einen Siegpunkt. Und ja, hier auch nochmal, hier seht ihr nochmal eine Vase. Und hier, wie gesagt, da gibt es auch nochmal Soforteffekt Geld. Die Karten, die ihr dann zu Siegendbedingungen habt, die behaltet ihr einfach bei euch und zwar verdeckt. Und am Ende werden die dann einfach mitgewertet. Wir haben ja gerade schon die Türme angesprochen. Das sind diese lila-pink hinterlegten Felder mit den hohen Gebäuden.
Das sind tatsächlich keine zugeordneten Terrains, sondern das ist einfach ein Joker-Terrain. Und sobald ich dann irgendwie daran gelangt bin, durch die Karten, die dann Stück für Stück aufgedeckt werden, also nehmen wir mal an, im Laufe des Spiels würde der Spieler dann immer hier weiter zu dem Turm kommen. Der letzte Explorer muss dann durch diese Karte, die hier gezogen wird, zum Beispiel eben hier mit den zwei Wiesen, da kann er direkt eins für benutzen. Setzt es also hier drauf und bekommt dafür hier einen Holzturm drauf, weiß dann also, der ist schon entdeckt und bekommt für den ersten Turm 6 Münzen, für den zweiten bekommt er 8 und so weiter. Die sind also sehr stark in den Punkten. Ja, wir haben ja eben beispielhaft eben auch nochmal diese zweite Karte aufgedeckt. Das Praktische ist, dass man sie sich hier auf das Tableau legen kann, damit man weiß, was schon weg ist. Und was bedeutet das? Man darf 2 Wiesenfelder, die nicht einmal angrenzend zueinander sein müssen, entdecken. Da haben wir in dem Beispiel eben dieses Turm-Joker-Feld entdeckt. Und dann könnte man genauso gut auch nochmal hier weiter entdecken. Also gar nicht da, wo man irgendwie schon dran war, sondern auch ganz woanders. Dann gibt es hier noch ein Berg-Terrain. Das ist tatsächlich relativ selten. Ihr seht hier, dass es nur einen einzigen Berg gibt und die anderen gibt es etwas häufiger. Und hier auf der Karte ist es tatsächlich auch so, dass ja besonders viele Münzen auch auf den Bergregionen sind. Deswegen ist es auch ganz wertvoll. Man nimmt sich hier vielleicht dieses Terrain dann für die 2 Münzen. Was gibt es noch? Es gibt hier 2 ja, Joker-Terrains, die müssen miteinander verbunden sein, aber ansonsten darf man sich aussuchen, welche Art von Terrain es sein soll. Die letzten beiden, einmal gibt es noch das Wasser-Terrain. Das Wasser, wie gesagt, da kann man eben kein Village drauf bauen. Und bei dieser Karte ist es wichtig, dass ihr eine gerade Linie macht. Also ihr könnt natürlich irgendwo, wo ihr schon welche habt, anfangen, den Explorer zu setzen. Hier wäre einer. Und dann kann man zum Beispiel hier so eine gerade Linie draus machen. Ja, und die letzte Karte, die in dem Deck ist, das ist die Wüstenkarte und das ist einfach ja, sehr ähnlich wie die mit der Wiese, dass ihr einfach unabhängig voneinander hier 2 Wüstenfelder entdecken könnt. Und hier wäre dann auch wieder der Fall, dass man ein Village bauen kann, ein Dorf. Man bekommt dann wieder ein Geld in der ersten Ära. Und das bleibt dann für die nächste Ära. Genau, und zu dem Zeitpunkt hat dann eben jeder Spieler diese 6 Karten genutzt. Asymmetrisch natürlich seine hier Investigation Card. Und dann wird für die zweite Ära der Stapel gemischt. Und zwar kommt dann eben hier noch die Zweierkarte mit rein. Dann hat man also nicht nur 6, sondern 7 Karten. Und es wird einfach genau dasselbe gemacht wie bei der Einserkarte. Bei der Zweierkarte, sobald die gezogen wird, werden wieder 2 von dem Stapel hier genommen. Jeder Spieler sucht sich eine aus und darf dann eben diese Aktion machen, die er sich ausgesucht hat. Und natürlich wird auch irgendwann die Einserkarte hier aufgedeckt und dann nimmt man einfach das, was man aus der ersten Ära hier gesammelt hat. Bevor es losgeht, muss nur eben jeder Spieler jetzt noch alle seine Explorer wieder entfernen. Das ist vielleicht ein bisschen fisselig an dem Spiel. Wird dann aber auch wieder übersichtlicher und man sieht, was man sich dann aufgebaut hat durch die Villages, die stehen bleiben und die Türme. Und wenn es dann jetzt einfach losgeht mit der ersten Karte, dann darf man auch schon von den Dörfern hier aus starten. Oder eben auch von dem Startfeld aus, wo man auch in der ersten Ära starten musste. Das Besondere bei der vierten Ära ist, dass man nicht noch eine weitere Karte bekommt, sondern man sucht sich einfach eine von den 3 aus, die man schon vorher genommen hat und würde sie nochmal aktivieren. Und nach 4 Äras wird dann einfach geschaut, wer die meisten Siegpunkte hat. Und der gewinnt dann natürlich. Außerdem gibt es für jede Map auch nochmal so Siegbedingungen. Da haben wir jetzt einmal für Avenia die blauen. Man würde die einmal mischen und 3 Stück zu Beginn der Partie ziehen. Und das sind so globale Siegbedingungen, die jeder erreichen kann. Und diejenigen, die es als erstes erreichen, die kriegen dann 10 Siegpunkte. Alle anderen würden dann nur 5 bekommen. Hier sind solche Sachen wie entdecke ein Dorf auf einer Region, die mindestens 5 Felder groß ist. Das wäre ja zum Beispiel hier dieses Bergfeld, diese Bergregion. Wenn dort jedes Feld abgedeckt ist und man dort ein Dorf hinstellt, dann hat man es geschafft und dürfte dann eben einen seiner Explorer da hinsetzen, wenn man es erstes geschafft hat oder wenn man es nach jemandem geschafft hat auf die 5.
auf drei verschiedenen Länderarten ein Dorf entdecken. Und hier hat man zwei Trading Posts auf einer City, auf einer Stadt mit einem Wert von 3 oder höher zu legen. Also hier dieses Trading Post wäre vielleicht auch sinnvoll gewesen, dann eben auf diese Dreierstadt zu legen, einfach um diese Bedingung, dieser Bedingung weiter näher zu kommen. Ich zeige euch hier im Detail noch einmal die Arvenia-Karte. Ihr seht dann eben den Startpunkt hier und die verschiedenen Terrainarten sind Wiese, Wüste, Berg und Wasser. Und ihr seht hier diese Jokerfelder mit den Türmen, die Städte, die Münzfelder, wenn man sie erreicht, und die Schiffwrecke Wracks. Zur Erinnerung gibt es dann eben hier unten noch die Ansagen, wie viele Siegpunkte ein Village wert ist und ein Turm. Genau, das ist der erste Spielplan und auf der Rückseite habt ihr dann auch schon den zweiten Spielplan, den Argon. Und der ist dann einfach ein bisschen anders aufgebaut. Hier seht ihr jetzt sehr, sehr viele mehr Wasserfelder als auf der anderen Seite und jede Karte bringt dann auch so ein bisschen Special mit rein. Ist dann ein bisschen unterschiedlich schwer. Und in der Hauptbox haben wir dann eben noch ein zweites Blatt mit Snidaria. Da seht ihr auch schon, das ist der Grund, warum hier diese Diamanten mit drin sind. Die werden nämlich in den anderen beiden Spielplänen nicht benutzt, die werden anscheinend nur hier benutzt. Und auf dieser Rückseite haben wir dann, oh ja, okay, ein bisschen Lava mit Kasan. Und da ist es so, dass man eben die Lava-Felder nicht betreten darf und dass es dann schwerer ist, hierhin zu gelangen. Also wenn hier der Start ist, dass man da wirklich außenrum hingelangen muss. Und hier ist dann auch noch das Tableau, wo ihr dann zeigen könnt, welche Karten schon aufgedeckt wurden. Also sobald eine Karte aufgedeckt wurde, könnt ihr die dann da hinlegen und dann weiß jeder Spieler, was noch kommen wird. Und man muss sich das dann nicht merken. Ihr könnt dann natürlich das auch ein bisschen schwieriger gestalten, indem ihr das nicht benutzt und dann die Leute sich das merken müssen, was noch kommen wird. Oder ihr benutzt es einfach so, wenn ihr dann halt auch mit vor allem jüngeren oder Nichtspielern spielt. Und hier haben wir dann noch diese Investigation-Karten. Da zeige ich einfach mal ein paar, wenn dann eben diese Ära-Karten gezogen werden, dann darf man sich ja eine von zweien aussuchen. Und da gibt es so Sachen wie, man kann ein Seefeld entdecken und bis zu 5 angrenzende Felder, die dann irgendein Terrain haben dürfen. Man darf bis zu 4 und ein Seefeld, die nicht mal aneinander hängen müssen, entdecken. Das gibt es hier. 4 Felder, die eine einzige Region umfassen. Das ist dann besonders gut, wenn man eben Regionen schnell erfüllen möchte. Hier darf man 3 Bergfelder und ein Seefeld. Also gibt es eine ganze Reihe, was dann auch das Spiel sehr, sehr asymmetrisch macht und dann halt auch die Varianz mit reinbringt. Ja, du warst gehypt. Hat sich der Hype bewahrheitet? Also dieses, es könnte ein Flip and Write sein, hat mich auch erstmal so verwirrt, dass es die Leute geschrieben und gesagt haben. Ja, okay, man packt es aus und denkt wirklich, ja, es könnte tatsächlich ein Flip and Write sein. Nein, aber wir haben ein Flip and Setz den Klotz. Ja, Setz den Klotz. Mhm. Und das hat aber auch irgendwie was Schönes, dass man da halt sein Gebiet exploriert und dann halt seine Leute dann da hinsetzt. Das hat irgendwie so was Angenehmes, dass man dann tatsächlich eben nicht mit dem Stift darum malt, sondern eben seine Klötzchen hat. Und man muss ja sagen, es würde nicht so 1:1 funktionieren als Flip and Write, weil man ja dann ganz viel wegradieren müsste. Weil du aber hast ja diese etwas Mechanik, Bestimmtes, ne? Muss man halt stehen lassen. Ja, ja, genau. Dass eben viele Sachen wieder wegkommen und nur was Bestimmtes stehen bleibt. Ja, könnte man natürlich auch machen mit wegradieren, aber so hübsch wäre es nicht. Mhm. Ja. Jemand hat auch gesagt, man könnte es mit Trails of Tukala vergleichen. Ich habe es extra vorher nochmal gespielt. Und ja, man hat natürlich auch diese Karten, wo dann die Ebenen drauf sind. Und das wird dann immer geflippt und du musst dann irgendwas irgendwie einen Weg einzeichnen. Aber das Besondere hierbei ist halt wirklich, dass du erstmal nichts Permanentes hast, wenn du deine Klötzchen setzt, sondern erst wenn du wirklich die Villages, also die Dörfer gesetzt hast, dann bleibt es auch für die nächste Runde erhalten. Und das findet man ja bei Trails of Tukala nicht. Und das macht dieses Spiel halt auch so unique, in meinen Augen. Also ich finde auch Trails of Tukala, ja, das hat natürlich so ein paar Ähnlichkeiten, weil du halt auch irgendwelche Strecken baust und es ist auch ein Flip and Ride und so. Aber ich finde auch, das ist was ganz anderes hier. Vor allem auch durch diesen, wie aus meiner Sicht wirklich ganz tollen asymmetrischen Mechanismen muss, mit diesen Sonderaktionen, die dann jeder andere bekommt während der Runde. Was es bei Trails of Tukala überhaupt nicht gibt, da gibt es eigentlich nur diese kleinen Zusatzdinger, die man sich freischalten kann. Das geht dann auch ein bisschen asymmetrisch los, weil der eine kriegt es früher und der andere später. Das ist im Prinzip ja nur, wie man das Spiel gewinnt. Aber hier
hast du wirklich strategisch dann plötzlich ganz andere Optionen und es entwickelt sich in eine komplett andere Richtung, wenn du eben wenn diese Sonderaktionen ins Spiel kommen. Und das ist wirklich etwas, was dieses Spiel heraushebt, auch über alle anderen Flip-and-Rides oder Roll-and-Rides, die ich so kenne, weil dann doch jeder wirklich sein eigenes Spiel spielt. Ja, es ist auch tatsächlich verrückt. Ich glaube, bei der ersten Partie kamen erstmal die ganzen normalen Standard-Karten und dann dachten sich alle sehr, hey, wie soll denn das Spiel funktionieren? Wir haben hier irgendwie, weiß nicht, zusammengerechnet irgendwie 10 Felder, die wir explorieren können. Wie soll das jemals irgendwie funktionieren? Mhm. Und dann kam als letztes noch diese Ära-1-Karte und dann waren alle so, wow, okay, was eine starke Karte. Ja. Man fühlt sich dann auch irgendwie wirklich wie so ein Schatzjäger, der dann so zwei richtig gute Karten von denen einen aussuchen darf und das in jeder Ära. Also das ist tatsächlich sehr besonders, ja. Das ist sehr besonders. Und ich finde, erst wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und es so sacken lässt, versteht man, was das eigentlich bedeutet, weil es nicht nur diese Sonderaktionen, die so toll sind, es ist der Mechanismus, dass vor allem die erste Sonderaktion, die ich mir aussuche, die kommt ja noch dreimal. Und das bedeutet halt, dass man auch wirklich dann eben seine Strategie anpassen kann. Okay, ich suche mir jetzt diese Sonderaktion aus, die zum Beispiel, keine Ahnung, mir besonders gut Wasserfelder explorieren lässt. Dann bedeutet das einfach für meine ganze Partie, ich werde zum Wasserspezialisten. Und das bedeutet, ich kann natürlich da mehr reißen. Aber vielleicht will ich das gar nicht, da muss ich mich aber für was anderes entscheiden. Also das ist wirklich sehr cool und trotzdem bleibt noch dieser Roll-and-Ride-Mechanismus vorhanden. Wann kommt die Karte? Kommt sie am Anfang? Mhm. Wann kommt sie? In welcher Reihenfolge kommt sie auch mit den anderen Spezialaktionen? Das kann einen dann wirklich dann eben, ja, dann geht doch nicht alles auf, was man so maximal sich überlegt hat. Also das ist wirklich, das ist cool. Ja, ja. Genau. Was man natürlich dem Spiel vorwerfen kann, obwohl es gemeinsame Ziele gibt, die man möglichst schnell erreichen möchte, um die höhere Punktzahl zu bekommen, was ja so ein bisschen eben diesen Kampf untereinander auslöst, ist es sonst eigentlich sehr relativ solitär. Also man achtet gar nicht so sehr darauf, was machen die anderen auf ihrer Karte. Also ja, die drei Ziele, wenn die erreicht sind, dann ist eigentlich erst recht, dann ist man wirklich auf sein Board fixiert und da hat man auch irgendwie gar keinen Kopf für, bei den anderen nochmal zu schauen, ja, was geht eigentlich bei denen ab, worauf spielen die eigentlich? Genau, das ist vielleicht ein Punkt, den ihr beachten müsst, wenn ihr besonders interaktiv oder kompetitiv spielen wollt, dann ist das hier vielleicht zu solitär für euch. Aber das muss man natürlich sagen, das hat es gemeinsam wiederum mit den Roll and Rides, ne? Ja. Weil die sind alle solitär, aber deswegen heißt es ja nicht, dass man die immer nur alleine spielt. Ne? Also ich finde, ja, gut, es gibt den Ausnahme der Border. Spielst du den alleine? Nein, eben nicht. Der ist halt schön interaktiv. Ja. Hat übrigens auch jemand gesagt, das ist ein schlechtes Zwei-Personen-Spiel. Stimmt, The Border ist zu zweit eher langweilig, muss man mit mehreren spielen. Das hier ist ein sehr gutes Zwei-Personen-Spiel, eben weil diese Interaktion nicht so wichtig ist. Hat ja auch Vorteile. Wenn die Interaktion nicht das Entscheidende ist, kann man es gut zu zweit spielen. Ist hier der Fall. Ich muss sagen, ich finde auch das Material sehr schön. Das muss man vielleicht auch nochmal hervorheben. Ich finde es hübsch designt, alles schön, Holz, Pappe. Ich mag den Grafikstil. Ich finde, das sind auch diese. Es wirkt alles wirklich einfach stimmig. Mhm. Gefällt mir gut. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die Skepsis, ist das hier nicht so ein Blender? In dem Sinne, es ist eine große Schachtel und dahinter ist dann vielleicht nur ein bisschen wenig Spiel. Ja, also ich finde, es ist immer. Es gibt ja zwei Aspekte. Man kann natürlich behaupten, die Schachtel ist leer, also es ist einfach wenig Material drin. Okay, sie ist nicht übertrieben voll, aber du hast halt schon diese großen Dinger. Plan. Dafür brauchst du einfach halt. Die Grundfläche. Brauchst es. Ja. Deswegen, das ist abgehakt. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur Luft ist da drin. Aber ich habe mir halt auch gefragt, ist auch das Spiel gehaltvoll genug für so eine große Schachtel? Und ich muss aber eigentlich sagen, ja, weil man hat eben auch diese verschiedenen Welten. Ne? Man hat eben nicht nur eine Welt, sondern man hat einfach verschiedene Welten. Man hat eben eine Menge Karten, man hat eine Menge so. Also bis du da durch bist, das ist mein Punkt. Bis der Wiederspielreiz sich abgenutzt hat. Das dauert lange genug aus meiner Sicht, dass es diese große Schachtel und dann natürlich auch den Preis rechtfertigt. Auch wenn man natürlich sagen muss, es ist jetzt nicht das Spiel mit dem größten Wiederspielreiz, genau, den man sich so vorstellen kann. So, ja, das ist dann eher ein Mittelfeld, würde ich sagen. Ja. Ja, AEG hat ja uns ja noch so eine Mini-Erweiterung mit reingegeben. Das waren dann nochmal zwei neue Spielpläne und ein bisschen Zusatzmaterial für diese Spielpläne. Wir wissen jetzt nicht, inwieweit die verfügbar sind für den Retail. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sowas ist wie Essen oder so. Ja, ja. Könnte also, ich mir auch vorstellen. Keine Ahnung, das muss man sehen. Vielleicht ist es auch in der Erstauflage einfach enthalten. Das wissen wir tatsächlich nicht. Da könnt ihr sicherlich bei BoardGameGeek oder so auch nochmal nachgucken, was mit dieser dieser Promo-Erweiterung so auf sich hat. Was auf jeden Fall auch in meinen Spielrunden immer kritisiert wurde, ist, dass das Geld
gleich aussieht. Ne? Also man hat die 1er bis 50er und wenn man sie auf die Rückseite legt, dann sehen sie alle gleich aus. Das hat den Hintergrund, dass das Spiel möchte, dass man seinen Wert versteckt. Aber letztendlich achtet da eh keiner drauf. Also von daher hätte man tatsächlich einfach die Münzen anders formen oder einfärben können. Das hätte niemanden gestört, wenn irgendjemand weiß, dass du schon 50 Punkte hast oder nicht. Und eine Sache, die ich nochmal herausheben möchte, ich meine, es ist eine Kleinigkeit, aber es ist so, das ist überhaupt ein Spiel, was einem ein gutes Gefühl macht, finde ich, beim Spiel. Das muss man einfach rausnehmen. Das ist ein Wohlfühlspiel, ein belohnendes Spiel. Und sowas ist ja erstmal grundsätzlich immer cool, weil wir einfach Spaß beim Spielen haben wollen. Aber was hier besonders nett ist, finde ich, ist diese Schatzkistenmechanik. Das erinnert mich fast so ein bisschen an so dieses Gefühl, so in den Computerrollenspielen, so, wo du halt irgendwas aufmachst und kriegst du irgendwas. Ja? Und hier einfach diese Schatzkisten finden, dann kannst du so eine Schatzkistenkarte ziehen. Das ist halt immer toll. Klar, so geil sind die Sachen gar nicht meistens, die da drin sind. Aber irgendwie weißt du halt nicht, was da ist. Und das, ja, du freust dich einfach. Und ist auch irgendwie nett gemacht, dass du dann eben so eine offene Schatzkisten-Token auf das da drauflegen kannst. Dann ist es markiert, dass du die Schatzkiste gerade schon aufgemacht hast. Das ist cool. Das macht halt einfach Spaß. Und ich denke, das vielleicht liegt es auch daran, dass wir in letzter Zeit sogar ein paar mehr etwas nervige Spiele auf dem Tisch hatten. Das ist so ein richtig schönes Spiel, was mich so komplett mit einem guten Gefühl zurücklässt. Das haut einen jetzt nicht vom Hocker, dass du sagst, oh, das ist jetzt das Spiel des Jahres oder irgendwie sowas. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist ein nettes, kleines Spiel. Aber es ist nett, es macht Spaß und hat natürlich den Vorteil auch, dass ihr nicht das Block irgendwann voll habt und dann welche Nachblöcke, wenn ihr jetzt sehr viel spielen wollt. Sondern, ich würde aber trotzdem noch mal einhaken. Ja, ich finde auch, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe bei dem Spiel, aber zumindest meine Mitspieler waren auch immer so ein bisschen verärgert, wenn gerade die falsche Karte als nächstes aufgedeckt wurde. Also es kann schon manchmal so vorkommen, dass ihr denkt so, oh nein, falsch geplant. Das liegt aber daran, das sind dann die Hardcore-Optimierer. Die werden dann natürlich ab und zu mal so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es halt nicht möglich ist, bei einem Roll-Flip-and-Ride zu bestimmen, welche Karte geflippt wird. Ja, also auch wenn du weißt, dass es nur noch die... Aber es ist ein schönes Push-Your-Luck. Ja. Du weißt halt, es sind, was weiß ich, das ist auch eine schöne Übersicht. Du weißt, okay, jetzt kommen noch diese drei Karten. Aber du weißt halt nicht, in welcher Reihenfolge. Und du kannst halt pokern. Du kannst halt sagen, ich setze aber drauf, um das noch irgendwas zu erreichen, dass die Karte jetzt nicht zuerst kommt. Und dann passiert es halt auch. Ja, das finde ich aber eigentlich... Ja, das ist auch ein guter Punkt, ne? Dass man eben weiß, es gibt irgendwie in dem ersten Set nur 6 Karten und man kann sich schon ausrechnen, was man erreichen werden kann und was nicht. Es gibt einfach so ein Limit von dem, was überhaupt möglich ist. Ja. Man kann sich das so ein bisschen ausrechnen. Alles in allem wirklich ein schönes Ding. Es ist momentan jetzt nur auf Englisch. Wir wissen jetzt auch nicht 100%, wie gut die Erreichbarkeit für euch ist bei dem Spiel. Ich denke schon, dass man das aber so kriegen kann. Vermutlich nicht in endloser Zahl. Vielleicht müsst ihr da auch jetzt schnell sein. Dann wird es sicherlich auch irgendwann weg sein. Aber ich bin mir sicher, dass spätestens in Essen AEG das auf dem Stand haben wird. Und da könnt ihr es euch nochmal angucken und sicherlich dann auch mitnehmen. Aber ansonsten ja, online sicherlich auch möglich, sich das jetzt zu holen zumindest. Erstmal. Ja, in dem Sinne, schönes, sehr schönes Spiel. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr es gespielt habt, wie ihr diese, ist es jetzt ein Flip and Ride oder was ist das? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Wie gesagt, meiner Meinung nach, es ist wirklich, steht für sich, ist nicht irgendwie was, ach, das habt ihr schon, braucht ihr nicht. Nein, es ist wirklich cool. Ja, und wir haben überhaupt nicht gesagt, dass das übrigens völlig vergessen. Das sind ja auch bekannte Autoren. Matthew Dunson und Brett G. Gilbert ist es ein Spiel von denen. Und die sind ja bekannt für gute Spiele. Also das macht es kein, überrascht mich überhaupt nicht, dass das Hand und Fuß hat. So, in dem Sinne, danke fürs Zugucken, fürs Abonnieren, gerne eine positive Bewertung dalassen, freut uns immer. Und dann sehen wir uns. Ciao. Tschüss.